Ich grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. Schön, wieder für euch ein Video machen zu dürfen. Heute mal, wie ihr seht, der Körper wünscht sich blau, also kriegt der blau mit weißen Streifen. Was tut man hier alles? Für den geliebten Body. So, wir gucken jetzt mal rein. 17.11. 17.11.23. Was denn in dieser Woche für uns wichtig zu wissen ist. Wir haben im Grunde genommen keine Nase. Nase ist immer etwas riechen zu können und Fokus haben für mich. Und wenn da etwas nicht ist, wie jetzt zum Beispiel die Nase, müssen wir uns mal angucken, warum wir keine Nase haben, weil es ist keine Warnkarte, sondern wir haben den weißen Heilnebel. Weißer Heilnebel ist ja im Prinzip immer was Gutes. Das ist so wie, als wenn wir uns die Nase irgendwo aufgehauen haben, platt gedrückt haben, etwas auf die Nase bekommen haben. Und der weiße Heilnebel ist jetzt auf der Nase und in die Nase eingedrungen, um das, was wir raufbekommen haben, wo wir gebremst, ausgebremst wurden, wo wir uns selbst ausgebremst haben, in die Heilung zu bringen. Das muss jetzt nicht unbedingt, ihr Lieben, aktuell sein, also dass es gestern passiert ist, es kann, aber es muss nicht, sondern es liegt mir eher das Karma dabei, das Wort Karma. Wo haben wir unsere Nase? Oh, das ist gut. Wo haben wir unsere Nase denn wo reingesteckt, wo wir unsere Nase gar nicht reinstecken durften, versteht ihr? Und haben dadurch eins auf selbige bekommen und die wurde uns plattgehauen. Immer wieder haben wir Dinge gesagt, ausgesprochen, die wir gesehen haben, die wir gerochen haben, die wir erschnüffelt haben, die wir in die Welt rausgebracht haben. Und immer wieder rauf aufs Fressbrett, in dem Fall eben aufs Näschen. Und diese ganzen Informationen, tu nichts, sag nichts, mach nichts, was du sagst ist falsch, was du gesehen hast ist falsch, was du wahrgenommen hast ist falsch. Unser ganzer Fokus wurde zerdelgt, zerdeppert, kaputt gemacht, zerstört, ihr Leben, über unsere Laufzeit des Lebens. Und in dieser Woche geht es also darum, mit meinem weißen Heilnebel, der dringt jetzt in unseren Fokus, in unsere Nase, in unseren Blickfeld, in unser, was haben wir gerochen, ein und heilt all das, was uns angetan wurde in früheren Zeiten oder Inkarnationen. Bitte, diese Woche liegt Plem da. Aufgrund der Plämmigkeit, auch hier wieder die Warnung, pink bis ins rote, orangene, ihr Lieben. Please nichts versprechen, nichts zusagen diese Woche, ganz wichtig. Keine Verträge unterschreiben, weil ihr seid so mit der Heilarbeit eures Seelenwesens, eurer Seelenmonade beschäftigt, dass ihr wichtige Termine, Gespräche, Sachen bitte verschiebt auf 2 bis 3 Wochen. Diese Wochenseungen, die sind ja immer nur, um dem Kind einen Namen zu geben, von bis, aber 2 bis 3 Wochen. Keinerlei Zusagen, kein gar nichts, kein nichts. Nur das, was eurem normalen Leben entspricht. Ich gehe zu Aldi, Penny, Lidl und Co. Um dort einzukaufen. Ganz wichtig, ihr Lieben. Die Heilarbeit geht sehr tief. Die wird den einen oder anderen, ich sehe Magenprobleme, Übelkeit, also Solarplexus, Reinigung, Schulter, rechte Schulter, zwischen den Schulterblättern, ihr müsst aufpassen, Wirbelsäule, dass da die Wirbel an Ort und Stelle bleiben. Also nicht übernehmen mit, wie ihr sagt, heben. Seid vorsichtig, das geht ganz, ganz tief für meine Community, für die, die zu mir gehören,
in Anführungsstrichen gehören. Wir reden ja immer von Energien und Frequenzen, ihr Lieben. Es wird sehr, sehr tief gehen, diese Heilung. Es können Flashes kommen. Ich habe Bilder im Fernseher, so buff, man steht plötzlich auf einem Berg in Schottland, guckt da runter, hat schottische Kleidung an und denkt, was ist denn jetzt los? Ah, okay, da wird gerade aus dieser Zeitschiene, aus dieser Inkarnation, ich kriege gerade voll die Gänsepelle, ihr Lieben, wir sind auf dem Weg, etwas gereinigt und geheilt, was uns heute in diesem Leben nicht vorwärts schauen, sehen und somit auch nicht gehen lässt. Lasst der Heilung eurer Seele den Raum. Freut euch darauf, was kommt. Befreit euch. Gebt Schmerz, Kummer und Narben auf eurer Seele einfach ab. Stellt euch vor, es fließt automatisch die ganze Zeit, die nächsten 2-3 Wochen, ab in den Lavasee. So, haben wir noch was wichtig wäre? Nein? Trinkt bitte Mai smaragdgrünes Wasser, sehr viel. Ich habe als Maßstab 2 bis 3 Liter. Und das am besten so morgens, mittags und abends, dass dieses Wasser auch in der Nacht, wenn ihr schlaft und wenn ihr euch ausruht, Wirkung tun kann in euch. Ich habe auch bitte bevorzugt in dieser Zeit beige, cremefarben, weißes Kleidungsstück. Fragt mich nicht, warum ich jetzt blau tragen muss. Um die Reinigung eben zu unterstützen. Halleluja. Freiheit, Friede, Freude erwartet euch. Eine tiefe Seelenliebe wird sich Ausdruck verleihen aus eurem Inneren in euer Äußeres, was euch zu einer neuen Frequenz, zu einem Magneten machen wird. Etwas Neues, Nährendes und Beitragendes durch diese Reinigung in euer Feld, in euer Leben zu ziehen, zu rufen, einzufordern. Es wird eine Freude in euer Leben kommen. Es wird eine Freude in eure Seelen kommen. Und dadurch seid ihr nicht mehr so anfällig für den Schmerz, den Kummer, das Drama, das jetzt in der dunklen Zeit auf euch drauf zukommt. Ihr seid abgeschottet, ihr seid stark, ihr seid frei, ihr seid ihr durch diese Reinigung. Also blockiert sie nicht, kämpft nicht gegen Symptome, egal wie ihr sie betitelt. Lichtkörperzentrum, Lichtkörpersymptom, was immer es ist für euch. Lasst es zu und lasst es fließen, damit ihr in die Beschütztheit, in die Freiheit, in die Glückseligkeit und in den Frieden eintreten könnt. Macht's gut. Ich liebe euch, ich habe euch immer geliebt. Auch wenn einige von euch es nicht zu sehen. Ich bin da für euch. Ich helfe euch, über dieses Medium Informationen in die Welt zu bringen. Und ich bedanke mich für euren Mut, euch diese Videos anzusehen. Und sie mit euch das Maximum machen zu lassen, was für eure Seele, für euer Sein wichtig ist. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles, was ihr euch wünscht. Doch wünscht mit dem Herzen der Liebe. Denn bedenkt, Dinge, die ihr euch jetzt wünscht, können in 0, nichts da sein. Also achtet auf das, was ihr sagt, denkt und fühlt, euer Vater. Halleluja. Heiße. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ihr dieses Video teilt.
dass noch mehr zu unserer Community dazukommen können, dass wir noch stärker, noch größer, noch sichtbarer sind. Ich umarme euch, ich segne euch. Ich knuddel euch, ich wuddel euch. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Macht's gut.